Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Fiesta Online Video auf dem Server Easel. Ja, ich freue mich sehr, dass du auch schon wieder zu deinem Lieblingsformat, den FS3 Adventures, eingeschalten hast. Kurz möchte ich noch eine coole Nachricht an die Anime-Fans da draußen rausgeben. Tokyo Ghoul Season 3 ist draußen und wirklich echt insane. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Außerdem ist auch eine neue Season von My Hero Academia draußen. Das kann ich auch empfehlen, aber im Vergleich muss ich schon sagen, dass Tokyo Ghoul Season 3 echt krass episch ist. Also solltet ihr euch auf jeden Fall gönnen, wenn ihr Zeit habt. Wobei momentan gibt es so viel, was man sich gönnen könnte. Da könnte man theoretisch den ganzen Tag irgendwas schauen, weil momentan läuft ja auch MSI. Darüber wollte ich auch sprechen, weil heute ist ja Samstag. So, gestern habe ich nicht geschaut. Ich schaue heute also mal rein. Sehr Fnatic O2. Ja, also haben zweimal verloren. So, heute schaue ich zu. Beim Mittagessen schaue ich, wie sie gegen Kingzone spielen und sie haben gewonnen. Ja, durch meine, durch Zuschauen übertragene Energie haben die Kingzone besiegt. Geil, oder? Das ist doch auf jeden Fall schön. Also, Fnatic-Fans, ihr könnt euch ja mal bedanken. Und genau, außerdem wollte ich noch kurz über Ornn sprechen, denn ich feiere den Champion Ornn, weil er einen Raimi herbeirufen kann. Das wollte ich auch nochmal erwähnen. Gut, so, jetzt geht's auch wieder mit der FS3 Action los und wir haben hier ziemlich viel. Ich versuche erstmal ein bisschen Ordnung in die Situation zu bringen, weil das ist mir dann doch ein bisschen unübersichtlich hier schon wieder. Wir haben ein paar chillende Leute und hier scheint so eine Art Gruppierung zu sein, die sich so ein bisschen kloppen. Hey, wer ist André? Tja, mein Freund, das ist eine sehr gute Frage. Irgendwie haben mehr Leute Schmetterlingsflügel zurzeit als sonst irgendwie. Ne, ist doch nur einer. Lavani Boy. Aus der Gilde O. Oh ja, aus der Gilde O. Ich werde mal lieber ungetarnt. Oh, ich wollte hier irgendwo unbeachtet meine Tarnung reaktivieren. Oder besser gesagt verlängern. Aber hier überall haben die so Wächter aufgestellt. dass hier ja kein Waldläufer sich tarnen kann. Na, vielleicht finde ich doch eine Ecke, wo. Oder ich muss so weit weggehen, dass man das durch den Namen nicht mehr sehen kann. Ja, das sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. So, dann werde ich das mal wegwerfen. Und diesmal mache ich es richtig. Ne, doch nicht, oder? War das das Richtige? Ja, klar ist es. Ich wollte schon sagen. Das eine Mal hat es irgendwie nicht funktioniert. So, wir haben die Tarnung wieder perfekter. Und jetzt zurück zu den PvP-Gruppierungen im FS3. Ich wollte mir auch eigentlich mal den Chat ein bisschen näher anschauen. Das werden wir jetzt auch machen. Ach, das fand ich ja schon lustig. So lustig, das eine. Dieses, wer ist André? Warte mal, schauen wir mal weiter. Wir schauen einfach mal an. Alter, ich stand hier nur so kurz und das war hier einfach mal übelst der Roman, der ja schon wieder geschrieben wurde. Gut gemacht, Nuffel. Den hast du es gezeigt. Nuffel, stillgestanden. Okay, weiter. Pilz. Soll mal. Gitas, Spinnis und Sichis reinhauen. Hä? Sind Sichis nicht so viel dieses Abzeug? Na, vielleicht kann man die jetzt auch fürs PvP einsetzen. Multifunktionales zuerst, aber ich glaub's eher nicht. Lava, drei Stück haben die. André XD ist noch neu. Capo, willst du? Die sind geil. Nee, wer ist André XD? Das ist, was ich irgendwie lustig fand. Ich suche 130 Level Gladiator-Hut zum Kaufen. Wer ist das, XD? Mach bitte meine Schönheit nicht kaputt. Shape, hab dich gerecht. Gerecht. Danke, NP. Wer ist André? Daishinkan. Der Name, ich weiß nicht wieso, aber der Name erinnert mich irgendwie immer an Schinken, so wenn ich das lese. So, als würde man der Schinkern anders aussprechen als normal. Wenn ihr versteht, was ich. Oh, no, 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 no. Oh, alter Falter. War das knapp. Zum Glück habe ich mich gerettet in dieser. Das ist cool, dass die hier so eine Lücke in der Wand gelassen haben. Oh, hier kommen schon wieder Leute in meine Richtung. Außerdem wollte ich diesen Neuling Betreter FS3 anschauen, aber der ist irgendwie schon wieder weg. Hier war jemand, wo ich hingehen wollte und die ist, oder die ist wieder weggegangen. Tja, so kann es schneien, so schnell. Boah, der hüpft hier schon wieder bedrohlich in meine Richtung. Auf jeden Fall geil, das ist eine der wenigen Folgen, wo mich echt keiner mitbekommen hat. Warte, ich muss mal schauen, wie lange ich aufnehme. Ach, naja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch für euch. Also,
Ich kann gerade nicht beurteilen, ob hier gerade für die Uhrzeit, also Samstag 14 Uhr, viel los ist oder nicht. Weil das Wetter ist schon ziemlich, also dafür, dass ziemlich nices Wetter ist, ist eigentlich schon recht viel los, finde ich. Viele Leute draußen am See chillen. Mit See meine ich See. Nur damit wir uns hier nicht missverstehen. Oh, auf jeden Fall finde ich die Äxte von denen cool, so vom Design her. Warte, wie heißt der? Lavani Boy, ach, über den habe ich doch heute schon geredet. Also hier kämpfen Royal Escalation, Legacy und Destruction. Also echt so ein Clash of verschiedene Gilden. Sondern man sollte ja meinen, okay, die eine Gilde gegen die andere, aber nein. Nein, so sieht's nicht aus. Oh, das sah ja voll witzig aus eben. Der steht da und macht so eine Attacke und ist dann noch einmal da. Das fand ich irgendwie witzig. Oh. Sah schon wieder so aus, als hätte mich irgend so eine Fähigkeit getroffen, hat's aber nicht. Wen haben wir hier noch? X-Miruya, X-Creator, Funi. Was? Flunitrace, irgendwas. Origami-Toaster. Der Name ist richtig geil. Nicer Name, Bro. Und ja. Ja, so ein bisschen lockere Energy-Action spüre. Ach ja, ich kann ja mal wieder den Chat anschauen. Vielleicht hat sich hier wieder was Lustiges ergeben. Spüre Amus bei Nuffel XD. Blue zerstört. Hahaha, nee, das hatten wir alles schon. Ach so, wisst ihr, was ich oft gelesen habe? Ich kenne voll viele Leute, die stört, dass man das nicht ausblenden kann, diesen Global-Chat. Obwohl ja einfach mal nur so Handelszeug ist. Okay, manchmal sind auch so riesenlange Diskussionen. Da kann ich dann verstehen, warum das jemand vielleicht ausblenden will. Und ja, so, wie lange nehme ich jetzt auf? Ich denke, das reicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.